dich. Nein, 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 shit. Beste Ammersprüche auf der Reeperbahn. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man es unschwer erkennen kann, ich befinde mich hier mitten auf der Reeperbahn. Hinter mir die große Freiheit. Und ich werde die Leute mal fragen, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn so machen kann. Mein Name ist Marc Eggers, Johnny Tapia, hinter der Kamera, Hamburger Reeperbahn. Jetzt geht's los, auf geht's. Hallo. Na, wer bist du denn? Aileen, und du? Ich bin der Marc. Wie wirst du denn gerne angemacht, Aileen? Keine Ahnung. Ran an die Banane. Ran an die Banane. Cool. Was soll der Mann denn sagen? Hey, wie geht's? Wo geht's für euch hin? Erstmal in die Wodka-Bombe. Was trägst du unter der Jacke? Gar nichts. Ein Hauch von nichts. Für euch? Was? Na, wer bist du denn? Nochmal alles von vorne angucken. Was ist denn da los, Digga? Die sah sogar gut aus. Hinter der Kamera, Hamburger Reeperbahn. Jetzt geht's los, auf geht's. Hallo. Na, wer bist du denn? Aileen, und du? Ich bin der Marc. Wie wirst du denn gerne angemacht, Aileen? Keine Ahnung. Ran an die Banane. Ran an die Banane. Was soll der Mann denn sagen? Hey, wie geht's? Elfentrank. Yes, Baby! Wo geht's für euch hin? Erstmal in die Wodka-Bombe. Was trägst du unter der Jacke? Gar nicht. In die Wodka-Bombe? Ist das ein Club? Hey, wie geht's? Wo geht's für euch hin? Erstmal in die Wodka-Bombe. Was trägst du unter der Jacke? Gar nichts. Ein Hauch von nichts. Scooby, Dankeschön für den 20. Monat, mein Freund. Dankeschön für 20 Monate, 20 cm in der Hose, super. Für euch? Ehrlich, du bist der größte Motherfucker. Was ist der beste Anmachspruch? Er ist ein Macher. Überall ist 2G, aber du bist 1A. Das ist es. Und was anderes hätte ich nicht erwartet. Ja. Seid ihr da? Wir sind da. Ihr seid da. Natürlich. Was sollen die Leute machen? Liken, abonnieren, kommentieren. Wohin mit den Daumen? Nach oben. In den Po. Was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn machen kann? Am besten gar keine. Gar keinen will ich heute nicht hören. Mädels, wir sind gerade gestartet. Wir brauchen jetzt gute Antworten. Einfach höflich sein. Ja. Respektvoll. Ja. Ich rieche eine Fahne. Ihr wart schon unterwegs heute. Ich rieche eine Fahne. Wir starten jetzt erst. Dann hast du Knoblauch gegessen. irgendwas ist doch da gerade schon. Ich bin Nathalie. Nathalie, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf dem Kiez machen kann? Okay. Sei mein Ork. Willst du meine Prinzessin sein? Ich werde dein Untertan sein, Milady. Cool von mir, oder? Ich kann euch mal sagen, was ihr nicht machen solltet. Einfach nur in die Titties zu starren. In die Titties zu starren, weitergehen. Du besitzt auch ein Gesicht. Was ist los? Ein tolles Outfit. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Als was gehst du denn heute hier an Karneval? Das ist meine innere Persönlichkeit. Ich weiß es nicht. Schaut mal hier, das ist doch mal ein Outfit, oder? Ui. Oh, von hinten sogar auch. Kann ich Werbung für mich machen? Ja, klar, natürlich. Hat es dir als Vermögen gefallen? Bist, weil du siehst aus wie ein Engel. Kannst du einmal Mu machen? Ich kann Mäh. Ich kann Mäh machen. Mach mal einmal Mäh. Mäh. Ran an die gut Banane. Beste Anmachspruch. Hey. Ich bin's, Jamil. Bei dir wäre das ein Marc. Ja, Bro, du guckst mich gerade wirklich an, als ob du mich klären willst. Guck in die Kamera. Hey. Bro, bisschen sass. Ich bin Jamil. Nee. Mit dem Kopf wackeln. Hey. Ich bin's, Sydney. Jo. Das klappt. David, danke, Prime. It is. Ran mit der Kiste. Bester Anmachspruch. Hey, Puppe. Irgendwann fällt mir. Das sieht aus wie Jessica oder Chantal. Digga, das ist die Freundin von meiner Mutter, Digga. Ich brauche halt Begleitung, weibliche. Soll ich euch eine aufreißen oder was? Nee, alles gut, Digga. Was braucht ihr? Ja, Digga, ich bin gut in sowas. Die Leute wissen, wenn ich mich darum kümmere, dass jemand eine Freundin bekommt, dann geht's für mich am Ende auf jeden Fall. Jacqueline! Ohne das, Jacqueline heißt ich nur. Fall immer gut aus. Klär dir jetzt eine Frau. Danke. Darf ich dich was fragen? Bist du Single? Cool. Ja. Guck mal hier, das ist der Lukas. Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Willst du mich f***en? Was? Willst du mich das sagst du zu einer Frau direkt? Moment mal ganz kurz. Weißt du, wie viel ein Eisbär wiegt? Genug, um Eis zu brechen. Du musst der Frau immer schön in die Augen gucken und musst dir sagen, dass sie schöne Augen hat. Wenn du eine Frau... Ich dachte, willst du... Viel. ...wirklich, dass, wenn die so schöne Augen hat, dann wirst du es auch auf jeden Fall merken. Wird das auf jeden Fall sein. Wirst du gerade emotional? Ich werde sentimental, bin ich ehrlich. Ich merke das gerade wirklich. Das Thema geht dir nah. Auf jeden Fall, natürlich. Also, immer gerne. Dann ist es das auch. In was? Das wirst du merken. Ich immer das Mikro, Digga. Ich hole mir mal so. Einen Drink. In was badet ein Insekt? Sag ich mal, wie es ist, ne? Ich sag, wie es ist. Wenn du eine Frau... Wie wollt ihr denn hier angesprochen werden? Beste Anmachsprüche. Oh, nee, die gar nicht. Die gehen gar nicht. Gar keine Sprüche? Nein, auf gar keinen Fall. Bei dir auch nicht? Nein, gar nicht. Für dich? Blonde Haare? Ja, bist du eine Blondine? Gar nicht die Frage verstanden. Hey.
Ich bin Jamil. Saufen! Bist du Single? Ja. Mein Vater ist gerade auf der Suche. Ist der Anmachspruch hier bei dir heute? Ich habe tatsächlich noch keinen bekommen. Noch keinen bekommen? Nein. Was würdest du gerne mal bekommen? Einen kleinen Baby-Tornado für die Kleine. Was ist der beste Anmachspruch, den man machen kann hier? Oh, Per, sag mal einen. Sag du jetzt. Nein, sag also du. Ich gehe einfach immer hin zu den Weibern im Club und sage ich, ey, du bist echt schön, du bist die Schönste hier im Club. Sag, willst du was trinken? Ganz einfach. Komm mit. Und dann kriege ich meistens einen Korb. Digga. Bro, aber du bist doch ein großer Typ, ja, stabil. Ich bin auch hübsch. Fresse nicht so nice, Digga. Sagst du? Nein, weiß ist gut. Nicht, nein, nein, weiß ich nicht. Du kommst auf mich zu, als ob wir uns kennen. Ja, kennen wir uns nicht. Oh, da wird gerade aufgerissen bei dir. Reiß mal auf hier heute Abend, ne? Sind mir die liebsten Gäste hier, du. Sind deine Eltern Terroristen oder warum bist du so bombenscharf? Da kommen sie mal ran. Nein. Da kommen sie mal ran. Jetzt gießt man hier nochmal den saftigen hier. Ja. Da drüben auch nochmal. Helga, komm mal her. Naja, ich habe das gesehen, dass sie das mal brauchen. Ja, wir brauchen. Mal eine schöne Umarmung. Ja, genau. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, Bayern. Niederbayern. Aus Niederbayern. Niederbayern, Landshut. Sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen. Und was hat Sie denn hierher verschlagen auf die sündige Meile? So sündig sehen Sie nämlich nicht aus. Wir waren auf Tina Turner. Tina Turner? Musical, ne? Genau. Und jetzt würden wir die Olivia Jones suchen. Geradeaus, durch und links. Liebe Grüße bestellen vom Jamil. 4583. Hi. Jetzt grüßt mal, ihr seid mit dem Video. Ist deine Freundin oder was? Die andere von der Freundin, die da hinten. Ist das in Ordnung, dass er hier mit einer anderen rumzüngelt? Nee, nee, ich bin DJ. Ja, 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 da darf man das. Als DJ darf man, ne? Nein. Warte, stopp. Was ist jetzt hier, was ist mit der Konstellation? Ich habe die Dame in der Schlange eben kennengelernt. Habe ich eben meinen Anmachspruch gedroppt, den ich eben in der Kamera gesagt habe? Was hat er dir gesagt? Er meinte, meine Augen sind so blau wie das Meer, aber das Meer ist nicht so blau wie meine Augen. Und damit habe ich ihre Nummer und ihr Instagram bekommen. Stark. Ich war so geflasht, weil ich das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich sagte, es ist eine sehr gute Partie. Normalerweise wäre jetzt mein Job, ich würde versuchen... Irgendeine Scheiße labern, Selbstbewusstsein fertig. Dich klar zu machen? Aber bei dir, Brudi, ich gönn's dir. Schamlos ein bisschen. Weißt du, schamlos? Aber, so kennt man mich ja. So ja, kennt ich man weiß ja auch nicht, was ich tun soll. Ich heiße Marc Eggers. Ah, hi. Ja. Nee, ich bin DJ. Ja, guter Typ, ohne Witz. Nein, ja, wirklich. Ich weiß noch nicht. Nein, der war gerade bei mir im Interview sehr charmant, sehr sympathisch, sehr eloquent. Halt ihn dir mal warm. Was Besseres findest du heute nicht. Auf diesem Weg einmal ein dickes Dankeschön, wirklich. Ich freue mich so sehr, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich mache mittlerweile auch schon seit, ich glaube, fast 7 Jahren YouTube. Ich liebe das, Leute zu unterhalten. Also seht es auch immer mit ein bisschen Humor, mit so einem Augenzwinkern. Und ja, ich wollte einfach nur mal kurz Danke sagen. Jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt labern wir wieder Scheiße. Ihr seid liiert. Ja, ich habe ihn aufgerissen. Jetzt suchst du jemand Neues. Nein. Ach, deshalb. Ist schon in Ordnung. Ist okay, kann man mit leben. Kann im besten Tornado. Wirklich jetzt. Das ist heutzutage das Kriterium, ne? Bei den Damen. Da musst du kein Geld mehr haben oder gut aussehen. Tornado zünden muss man können. Problem ist, du musst halt das können, dass du den Schluckreflex quasi ausmachst. Dass du einfach quasi nur runterlaufen lässt und quasi nicht runterlaufen schlucken lässt. Ist das. Was ist für ein Akzent? Dialekt? Der Trick? Runterlaufen lassen und nicht schlucken? Genau, das ist der Trick. Was ist dein bester Anmachspruch? Ja, der ist der Beste, ich schwöre, der ist der Kalle. Beste. Effort. Schwäbisch? Warte mal, der ist der Beste. Ich hab Angst um mein Mikro gerade wieder. Der ist aber der Beste, der macht so, ja, Dings. Was ist dein bester Anmachspruch? So, der redet mit dir, ne? Was? Und der legt sich mit der Alten rum, er macht so, Komm, lass mal beide so machen. Nimm das rein. Was, jetzt eine Pose? Ja. Okay. Sag 1, 2, 3. Einfach Kalle, mein Mord, Digga. Oh Gott. Ich bin Nathalie Silbersdorf, ich bin Künstlerin. Ist aber fest in der Hand, ne? Ja. Stell mir gerade vor, ist einmal. Natürlich! Der ist bestimmt auch ziemlich klein. Ich hab so Angst vor ihr. Okay, das Mikro ist voll groß, Mann. Wenn man so groß ja, da wieder. Ja, du wünschst es, Junge, du wünschst es. Also gleich packe ich aber aus hier. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier so machen kann bei einer Frau? Soll ich dir einen ausgeben? Das würdest du gern hören? Ja. Die gut. Na, ganz auf entspannt. Ben, danke für den Prime. Vielen Dank für den Prime. Herzlich willkommen. Digga, Mädels, das sind mir die Liebsten. Das Lippenstift auf die Zähne. Oh, ja. Nee, ich sag's ja nur, ne? Am Ende krieg ich wieder Ärger, wenn. Anmachspruch an sich. Es war insgeheim war es auch einer. Kann ich mal entfernen? Ja, das ist voll schlau. Du hast Lippenstift auf den Zähnen. Weil die glauben das. Und dann sagen sie, oh, danke, dass du mir geholfen hast. So, mäßig. Was ich gut fand, was ich mal gehört habe, war, so tun dir deine Füße weh, du gehst mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf oder so. Du bist auch ein Augenschmaus. Du auch. Ne? Man hat ja immer, ne? Ja. Beste Anmachspruch, den man hier so machen kann. Kein Kommentar. Brauchst du eine Füllung, du Praline? Ich muss keinen Anmachspruch machen. Ich zeig die hier und dann ist ja schon alles da. Mach ein Kompliment über die Augen, mach ein Kompliment über das Outfit. Das Outfit ist immer das Beste. Marc, knusch sie ab. Weil, wenn du eine Dame erobern willst, ansonsten be nice und versuche wirklich Augenkontakt zu halten. Und nicht immer
Ich finde, mein Mikrofon passt in deine Haare. Grüße an Big Tony. Komm her. Komm, dir ist kalt. Alles wird gut, ne? Ja, danke. Komm, passt auf euch auf. Ja, du bist eine danke. Süße. Dankeschön. Du bist echt eine ganz Süße. Dankeschön. Sag hübsch. Ja, danke, danke. Wir entzwirbeln den besten Tornado Deutschlands. Bist du der von den Elevator Boys, Digga? Das bin ich. Ja, das ist er. Wie heißt der nochmal? Tim Checker. Kleiner Bruder aber. Was ist dein bester Anmachspruch, mein Jutz? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Männern? Gib mir ein Bier und so, Drink ausgeben. Don't die from trying. Funktioniert immer. Ja. Ich sehe, habt ihr schon Sneaker Boys am Start, ne? Ich bin Jamil. Ula Kala, Junge. Hier. Ich habe mich immer gefragt, wer trägt den Scheiß, aber es gibt tatsächlich welche. Ja. Geil, Leute, ich verlinke es unten in der Infobox. Ola Kala. Ist gut oder nicht? Bist du zufrieden mit der Qualität? Safe. Ne? Beste Brand, sag's. Ja, das beste Brand. Aber das ist auch eine Kombo hier. Mit Hemd, Ola Kala. Hemd, Quatsch. Ja, ich wollte es Noho, aber. Mit dem Pulli wird's nichts, glaube ich. Ey, ist verlinkt unten in der Infobox, Leute. Ola Kala. Jetzt wirst du. Okay. Bist du Single? Ja. Wie heißt du auf Instagram? Emily. Und du bist auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer? Ja, absolut. Ich habe meine Schlüssel verloren. Kann ich bei dir schlafen? Wenn du möchtest, könntest du das machen. Ja? Okay, cool. Komm, dann gehen wir. Ja, okay. Ich stehe aber auf Anna. Jungs, es war gut. Ja. War gut? War okay. Was würdest du selber sagen? Sei ehrlich, Digga. War eine 2 aus 10. Beste Anmachspruch hier auf dem Kiez. Anmachspruch? Ich lass mich nicht anmachen. Anua, alles. Anua. Ich blamier mich jedes Mal mit meinem schlechten Englisch heute nicht. Besten gar kein. Gar kein? Muss man ehrlich sein. Bist du irgendwas mit dem Mond und deine Eltern? Sind deine Eltern, wie heißt der nochmal? Mond in mein Ghetto gekracht? Der Mond in mein Ghetto gekracht. Nein, sind deine Eltern. Ist es ihre Mutter? Nein, oder? Anua. Ich blamier mich jedes Mal mit meinem schlechten Englisch heute nicht. Besten gar kein. Gar kein? Muss man ehrlich sein. Bist du irgendwas mit dem Mond und deine Eltern? Sind deine Eltern. Aus? Nee. Achso, weil irgendjemand hat coole Mutter geschrieben, da Paul. Der ich dachte gerade, sie war die Mutter von ihr. Dann wär ich verliebt. Eltern, wie heißt der nochmal? Der Mond in mein Ghetto. Waffe Master Dank von Prime. Ghetto-Kraft. Nein, sind deine Eltern. Oh, ich glaube, da gibt's nur schlechte hier überall, oder? Keinen guten? Nein. Dirty trinken die, extra dirty. Das ist jetzt keine Schulaufgabe, ne? Also schwierig. Oh mein Gott, ich habe nicht gelernt für den Test. Ich wurde eben gefragt, ob Karl, alles gut bei dir? Jemand mit mir mitkommen kann, aber er hat kein Zelt dabei, meinte er. Was dachte er, du bist... Bei mir steht 2,5. Eine Pfadfinderin oder was? Weiß ich nicht, was er dachte. Ich bin Camper im Camp Candy. Sind mir alle eingefallen. Oh, sehr gut. Dann gehen wir. Amar! Amar! Amar? Amar! Jetzt, wenn du so lange nachgedacht hast, das will ich. Okay. Mein allergeil Jutzer, wie geht's dir? Gut geht's mir. So, jetzt haben wir hier eine richtige Hamburger Kiez-Legende. Der hat Sprüche drauf, der ist jeden Tag hier. Fabian Zart, zart aber herz. Wie viele Jahre Reeperbahn hast du schon, wie man hier auf der Reeperbahn machen kann bei einer Frau? Bei einer Frau? Entschuldigung, Fick. So, der Fick muss freundlich sein. Ich habe meine Nummer verloren, kann ich vielleicht deine haben? Dafür hast du jetzt so lange nachgedacht. Ich bin das Montana Black-Dube von TikTok. Kennst du dieses Video hier? Mach mal einmal so, wie... Hörst du? Hast du jetzt so lange nachgedacht? Ich bin das Montana Black-Dube von TikTok. Kennst du dieses Video hier? Mach mal einmal so, wie... Kannst du so sprechen auch? Ja klar, also, meine Teamfreunde. Sehr gut. Heute hier an der Reeperbahn, also ich check nur einmal die Gegend aus, ne, auf ganz entspannt. 1:1. Ja, wie gut, Digga. LOL, WTF. Wie heißt er auf Twitter, auf TikTok, Leute? Können wir es ein bisschen angucken? Eins Montana Black. War eine 2. So, wie hast du jetzt so lange so sprechen auch? Ja klar, also, meine Teamfreunde. Just Ingi, danke für den dritten. Freunde, heute hier an der Reeperbahn, also ich check nur einmal die Gegend aus, ne, auf ganz entspannt. 1:1. Leute, jetzt auch wieder im Job. Der 540 Gramm Zip-Hoodie, der sitzt auch hier richtig nice hier mit dem Camouflage-Logo. Der auch wieder im Element. Und genau mein Level-Logo. Der ist jetzt wieder im Job. Checkt ein, gönnt euch. Das Haus bezahlt sich nicht von alleine. 1 Mod. Erst CG? Okay. Montana Black. War eine 2 aus 10. Wir beenden jetzt das Video. Okay. Gebt einen Daumen nach oben. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Daumen nach oben geben. Ich hatte wieder sehr viel Spaß auf der Hamburger Reeperbahn. Camouflage-Optik, stimmt. Jetzt nach Hause und pennen. Wir beenden gerade das Video, Digga. Ja, finde ich stark, aber dich kennt. Nochmal hier Werbung in eigener Sache. Mann, und das finde ich auch an der Stelle einfach akzeptabel. Aber das bist ja nicht du, ne? Das bin nicht ich. Den Tornado jetzt mal hier. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Mein Name ist Marc Eggers. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Seht das alles immer mit ein bisschen Humor. Gerne einen Daumen nach. Gutes Video. Marc Supermann. Super Content. Yeah, yeah, yeah.